Das machen wir vogtlandweit. Es ist der 5. Vogtlandlauf in Treuen. Nochmal, mein Name ist Samuel Schubert, ich bin Veranstalter, Organisator mit. Ich möchte hiermit die Versammlung eröffnen. Wir haben hier Stadtnamensschilder. Bitte bedient euch, woher kommt. Vielleicht seid ihr dort geboren, aufgewachsen. Da drüben haben wir auch Banner, die könnt ihr gerne nehmen. Bedient euch, wer noch Single ist und sucht einen Partner, nimmt sich so einen Banner drüben, der muss zu zweit getragen werden, dann kann man da auch eine Beziehung eingehen. Na, es fängt immer klein an, kann groß werden. Ich wäre im Sommer zum dritten Mal Papa, also es hat auch gefruchtet. Ja, noch vieles mehr. Ich bin auch ein kleiner Lustmensch. Na gut, Spaß muss sein, ihr Lieben. Bitte bedient euch, wir haben Steinberg da, Schleiz, Feigenstein, Zwickau, Klingenthal, Muldenhammer, Gehlengfeld, Schenek. Danke, dass du da bist, mein Guter. Aber ich denke, es kommt auch was Gutes. Wer tief drin ist, weiß Bescheid. Wer es einsteigen tut, der hat noch Zeit. Hier haben wir ein wunderschönes Schild. Die Wahrheit wird die Welt erschüttern. Und die Wahrheit wird auch wehtun. Die wird richtig wehtun. Tut jetzt schon weh, ja? Wir haben heute einen Gastredner eingeladen, die lieben Treuner. Den Dieter von Klartext. Kennt ihr den? Ein Applaus für ihn! Lieber Dieter, sei herzlich willkommen. Das sind deine Fans. Tob dich aus, du hast eine halbe Stunde. Wir machen so bis 16 Uhr, dann wollen wir loslaufen. Ein Stadtrundgang durch. Wir laufen hier hoch. Bitte an die Trommler noch einmal. Formatierung wäre wichtig für mich, sonst gibt es Ärger. Aber ich habe meine Augen nicht überall. So, frohes Schaffen, Dieter, deine Bühne. Danke dir, Samir. So, erstmal herzlich willkommen und danke für jeden Einzelnen, der hier ist. Tatsächlich bin ich ein paar Kilometer angereist. Ich komme aus der Nähe von Aachen. Das ist schon eine ganze Strecke. Aber für mich heißt Vernetzung eben auch Grenzen überwinden, Strecken auch überwinden. Und darum geht's. So, jetzt fange ich mal an, natürlich mit der absoluten Supernachricht, dass also jetzt der internationale Strafgerichtshof in Den Haag ausgesprochen hat, dass ein Haftbefehl gegen Herrn Putin vorliegt. Jetzt, pscht, pscht, pscht. Die USA, China, Israel, die akzeptieren den gar nicht, diesen Gerichtshof. Aber das darf natürlich niemand wissen. Denn sonst könnten eventuell die Menschen auf den Gedanken kommen, dass man diesen Mann gar nicht festnehmen kann. Also, von dem her würde ich sagen, auch das ist ein Satz mit X. War wohl nix, ihr Vollidioten da oben. Die Menschen lassen sich nicht für dumm verkaufen von euch. So, ich denke, ich muss jetzt hier nicht politisch irgendwie jedes Thema auseinanderreißen. Ich denke, wir sollten anfangen, eine Seelenreise zu machen. Ich bin zwar auch natürlich politisch seit über 8 Jahren aktiv, mache das auch öffentlich, habe einen kleinen bescheidenen Kanal. Ich habe ja tatsächlich festgestellt, auch im Osten kennt man den. Wunderbar. Also von dem her kennt mich der ein oder andere. Aber ich denke, wir müssen selbst ein wenig umdenken, denn wir sprechen ja eigentlich, oder was im Internet passiert, ist ja das, was diesem ganzen kranken System eigentlich genau in die Finger spielt. Wir wissen also, vor 2 Jahren, es kommt die Enteignungswelle, das wird geteilt, man teilt es mit, man spricht drüber, dann kommt dieses Gesetz, tritt in Kraft und wir fangen wieder an, uns über diesen ganzen Quatsch zu unterhalten. Und deshalb ist mein Appell an alle Menschen, die irgendwo kritisch sind gegen dieses System, sucht euch Wege, wie kann ich diesem System den Saft entziehen? Und das funktioniert nur, wenn wir was machen, wo wir Gemeinschaften bilden, wo wir füreinander da sind. Gerade eben wurde gesagt, was brauchen wir? Wir müssen
zurück zu alten Werten. Wir hatten doch gute Zeiten. Wir wissen alle, wir sind alle schon älter wie 15 und müssen uns nicht auf die Straße kleben wegen irgendeinem Bullshit, den man uns erzählt. Also ein Klima zu retten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Hier ist auch viel Landschaft in der Eifel Nationalpark. Den holzen die gerade ab, als wenn sie irgendwie von Sinn sind. Man sollte diese ganze Sache, die da oben über uns stattfindet, nicht außer Acht lassen. Das sind Themen, die ich denke, die müssen eher in die Öffentlichkeit getragen werden, weil die vergiften uns stetig und in einem Ausmaß. Ich habe das gestern noch gefilmt auf dem Weg nach hier. Das ist pervers. Das ist einfach pervers und das ist ein Völkermord. Und so etwas muss von einem internationalen Strafgerichtshof geahndet werden. Und wer ist dafür verantwortlich? Wie immer die beschissenen Regierungen der USA. Das sind die Kriegshetzer und Kriegstreiber weltweit. Wenn man mir also erzählen will, als sogenannter... Als sogenannter Demokrat, und ich hoffe, Herr Scholz, einer Ihrer Mitspieler in meinem Kanal, wird Ihnen das weiterleiten. Sie sind für mich ein Volksverhetzer, ein absolut hochkrimineller Betrüger, Warburg-Ex-Cum-Skandal, 49 Milliarden Euro Schaden am deutschen Steuerzahler. Das heißt für mich ins Gefängnis bis zum letzten Atemzug, Sie ekelhafte Kreatur. Und dafür würde ich sogar Steuergelder in die Hand nehmen, um einen Hochsicherheitstrakt zu bauen nach dem Vorbild Guantanamo, wo dann der amerikanische Präsident, weil er eine bestimmte Hautfarbe hat, einen Friedensnobelpreis bekommt. Naja, da kann man schon mal zweifeln. Und Volksverhetzung. Wie sollen wir uns denn gegenseitig verhetzen? Also... Wir sind das Volk und nicht diese Spacken von 739 Figuren und Darstellern, die dort in Berlin meinen, Menschen unterdrücken zu müssen, erniedrigen zu müssen. Und wer muss mit dem Finger zeigen? Immer der Lügner. Die Wahrheit steht für sich selbst. Und deshalb, das haben wir alle verstanden und ich denke, wir müssen mit den Menschen, die dieses System noch nicht verstanden haben, anders kommunizieren. Und wenn mich jemand fragt, naja, wieso bist du denn dagegen, dass wir Waffen liefern in die Ukraine? Naja, dann stelle ich einfach diesen Menschen die Frage, erkläre mir, welche Waffe human tötet. Wo ist der Unterschied, aus welchem Kaliber oder aus welchem Rohr geschossen wird? Der getroffen wird, stirbt. Und da spielt es doch keine Rolle, ob es ein russisches Gewehr ist oder ob es ein chinesisches oder eins der USA ist. Sie töten. Und deshalb ist meine Forderung nicht Waffenlieferung einstellen. Wir müssen fordern, dass die Waffen weltweit vernichtet werden. Denn dann... Weil was passiert dann? Dann wird kein Idiot Biden mehr auf die Idee kommen. Ich komme jetzt und bedrohe euch mit der Waffe und erkläre euch, ich bringe euch die Demokratie. Die Demokratie, die ich verlange, die bringe ich euch und dann soll ich den Menschen klar machen, wir leben in Freiheit. Also so ein bescheuerter Unsinn, den hört man noch nicht mal in der Psychiatrie. Selbst die sind klarer in der Birne. Und da möchte ich mal auch so einen kleinen... Also ich habe ein paar Jahre fürs Fernsehen tatsächlich auch gearbeitet und viele sagen ja immer, dieses Nachmittagsprogramm, Hartz-IV-Programm, kann ja alles nicht wahr sein, was man dort sieht. Leute, ich kann euch sagen, ich habe Polizeiberichte für die Dreharbeiten bekommen, ich habe die Zeitungsnachrichten davon bekommen. Das ist die perverse, kranke Gesellschaft, die von diesem System so gestaltet wurde. Das ist kein Fake, das ist alles real. Und ich bin damals für eine Produktion in eine Psychiatrie eingeschleust worden. Daraufhin ist ja unter anderem auch in der Nähe von Nürnberg eine Psychiatrie geschlossen worden. Und ich kann euch sagen, diese Dinger sind voll mit 12- bis 16-Jährigen, die aus zerrütteten Familien gerissen werden von diesem System. Das ist erschütternd.
Und ich habe dort einen Manager oder einen Vorstand der Kreissparkasse Köln damals getroffen. Und der sagte zu mir, ich habe einen Burnout. Und dann habe ich auch mit diesem Mann selbstverständlich gesprochen und habe gesagt, was ist Burnout? Ist das diese neue amerikanische Krankheit, die keiner kennt, weil Burnout? Ich sage, Burnout ist doch nichts anderes wie ein Erschöpfungssyndrom. Ich sage, und jetzt bitte ich dich drüber nachzudenken, was ist eigentlich mit dir passiert? Dieses System hat dich so krank gemacht, das hat dich so zerfressen, dass du keine Kraft mehr hast, antriebslos bist und deshalb krank geworden bist. Ich sage, wie lange willst du das noch machen? Der Mann hat erstmal im Kopf geschüttelt, kam am nächsten Tag auf mich zu und sagte, Dieter, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich werde morgen die Kündigung einreichen. Die Kranken laufen alle da draußen rum. Ich bin hier völlig falsch. Und das ist das. Wir werden so dermaßen von allen Seiten, wirklich von allen Seiten betrogen, belogen, verarscht, an der Nase herumgeführt. Und dann setzt sich irgendwie da eine Politikerin hin und erzählt uns dann, es wurde kein Impfstoff. Entschuldigung, ich vertue mich manchmal auch. Also es ist ja kein Impfstoff, es ist ja irgendeine Plörre. Irgendeine Plörre mit Nanopartikeln. Und warum betone ich Nanopartikel? Denn auch das ist etwas, was wir, glaube ich, begreifen müssen. Also wenn ich, es werden vielleicht auch hier, weiß ich nicht, ob irgendjemand dieses Zeug in sich hat oder auch nicht, dann kann ich nur empfehlen, schaut, dass ihr eure Körper entgiftet. Und ich weiß nicht, ob man es alles austreiben kann, aber tut etwas dagegen, dass ihr diese Giftstoffe, die auch vom Himmel fallen, gut oder bestmöglichst aus den Körpern rausbekommt. Aber warum wird das denn so aufgezwungen? Oder warum sagt eine Politikerin der Grünen, ja, es wurde nichts so gut getestet wie diese Plörre. Jetzt sagen wir zu Recht, was erzählten die da? Das wurde doch nicht getestet. Doch, Leute, es wurde getestet an Milliarden von Menschen weltweit. Es gibt keinen Impfstoff, der so viel verballert wurde wie diese Giftplörre. Und dann sollte man sich doch fragen, was muss dort für eine hochkriminelle Energie hinterstecken? Erkläre ich euch. Transhumanismus. Hört man immer wieder, aber was bedeutet überhaupt Transhumanismus? Vernetzung. Mensch, Maschine. Und ich gebe euch wirklich nur mal den guten Rat, wenn ihr irgendwo in einem Supermarkt seid, schaltet mal euer Bluetooth ein. Oder fahrt mal, wenn ihr über die Autobahn fahrt, schaltet mal euer Bluetooth ein. Dann seht ihr auf einmal den VW Golf und den Fahrer. Warum machen die das? Die beeinflussen uns in der Denkweise und im Handeln. Und das ist menschenverachtender Müll. Und ich möchte gar nicht aussprechen, was ich mit diesen Menschen, die das zu verantworten habe, persönlich machen würde. Da ist Guantanamo ein Spielplatz gegen. Nicht wir sind das Problem. Auch nicht Telegram. Sie erzählen Telegram, oh. Das Internet, haben Sie gedacht, wäre Ihre Chance. Aber da haben Sie leider nicht mit uns gerechnet. Denn dieses Internet ist für die mittlerweile der Fluch und für uns der Segen, weil es nie einfacher war, Informationen in Sekunden rund um die Erde zu verteilen. Und ich bin mittlerweile vernetzt bis nach Australien, Spanien, Frankreich, Österreich und so weiter. Und das ist das, was denen das Genick bricht. Und natürlich werden die ihre Agenda durchziehen. Und deshalb wirklich mein Appell an die, die hier stehen, die zuhören, auch im Netz. Kümmert euch drum. Wie kann ich mich versorgen, wenn hier wirklich eine richtige Krise kommt und die wird kommen? Also auf dem Weg hierhin habe ich ein Material vom Militär auf der Autobahn gesehen. Es sind über 600 Kilometer bis hierher. Da waren mehrere Konvois, die sind am Aufrüsten vom allerübelsten. Und die haben gar keine andere Chance. Das Geldsystem werden die abschaffen. Ich habe vergangenes Jahr von der Vorsitzenden, die für die Banken in Deutschland zuständig ist, eine Information erhalten. Die hat bereits dort ein Schreiben rausgegeben, dass die ab Juli diesen Jahres anfangen werden,
das Geld rauszuziehen. Und an alle die, die jetzt wieder dabei sind und irgendwelche Spacken meinen, der Verschwörungstheoretiker, falsch. Ich erkläre, woran ihr es erkennt. Gerade fährt die Propaganda wieder hoch. Überall werden Geldautomaten gesprengt. Also fängt man so an und sagt, dann bauen wir einfach diese Dinger weg. Aber das Problem ist, ja, Zentralen oder Geschäftsstellen der Banken werden ebenfalls geschlossen. Also musst du entweder digital arbeiten oder du suchst dir, fährst Kilometer weit, um irgendwo vielleicht noch einen Euro zu bekommen, brauchst du aber ja auch nicht mehr, sondern du kannst ja bei Onkel Karl, also dem Aldi oder beim Norma oder wo auch sonst immer, kostenlos Bargeld abheben. Aber auch dort sollte man vielleicht die Kassierer schon mal warnen, weil die Politik interessiert auch sich nicht für euch, genauso nicht wie es fürs Pflegepersonal. Das ist alles nur heuchlerischer Müll. Denn wenn man dann ja keine Automaten mehr zu sprengen hat, wo geht denn dann der mit dem Messer, wo geht denn der dann hin? Oder mit den Bomben? Geht der dann an die Kasse? Machen wir dann aus diesem weit verbreiteten Zweig des Einzelhandels die 15 Minuten statt, damit man sie sicherer machen kann? Das ist das, was wir den Menschen kommunizieren sollten. Wir müssen den Menschen zu verstehen geben, dass es keine Verschwörungstheorie ist, die wir erzählen, sondern dass es die Realität ist dieser kranken Kreaturen. Und da spreche ich auch gerne mal da hinten die Polizisten an, denn ihr seid eigentlich der Schutzmann, wie es damals war, der solltet ihr alle wieder werden. Wobei ich ganz klar sagen muss, also mein absoluter Respekt, wenn ich in den Westen gucke, da kommen hoch ausgerüstete Lord Helmschens, ja, die haben ja immer Helme, die zu groß sind, die Frauen Uniformen, die nicht passen. Also ich sage dann immer, mein Gott, was hast du für einen Arbeitgeber, wenn du mit so einem Trümmerding hier rumlaufen musst, permanent den Helm richten musst, weil du ja nicht siehst, ist natürlich für so Gefahreneinsätze wunderbar geeignet. Wenn ich nach rechts gucke, gucke ich in den Helm, weil er zu groß ist. Aber ist egal, macht ja nichts, sind ja alles Helden. So, aber das ist kein Vergleich mit dem, was wir im Westen erleben. Also die knüppeln drauf, ich selber bin von 5 Mann von denen flachgelegt worden und ich bin Träger eines Schwerbehindertenausweises. Das nur mal dazu und ich habe alles andere wie irgendwo Absichten von Gewalt, weil ich bin eher dafür, dass wir diese Waffen abschaffen sollten und dass man eben friedlich miteinander umgeht. Und ich denke, wenn wir das verändern, unsere Ausdrucksweise und nicht diese amerikanisch geschwurbelte Gender, was weiß ich nicht was, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Aber auch da möchte ich mal, macht mal so kleine Tests. Ich war das letzte Mal im Burger King und dann stand auf der Herrentoilette jemand so. Und auf der Frauentoilette war ein Bild, die saß. So, jetzt war ich an diesem Tag, war ich die Linde und wusste nicht, welche Toilette ich benutzen sollte. Also bin ich zur Kasse gegangen und hab diesen Kassierer gefragt, hör mal zu, ich fühle mich heute so komisch, ich weiß gar nicht, was ich für eine Toilette benutzen soll, wo habt ihr denn die Gender-Toilette? Hör mal, dieser Typ, der ist auf einmal schneeweiß geworden, der wusste gar nicht mehr, was er sagen sollte. Er ist dann mit mir zu den Toiletten gegangen, hat sich diese Bilder angeguckt und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, sag deinem Chef, hier war ein Gender-Mann, er hat keine Toilette gehabt, wie will das regeln? Versteht ihr? Wir müssen denen ihre Blödheit dermaßen den Spiegel vorhalten, damit die Menschen nicht denken, wir haben etwas gegen sie. Sondern alles das, was wir ja seit Jahren machen und ich noch viel, viel länger, das ist doch nur eines. Das kommt aus der Liebe heraus, weil wir unsere Mitmenschen schützen wollen. Um nichts anderes geht's doch. Wir sind doch nicht die, die zu sagen haben, wie andere zu leben haben. Ich habe doch nicht zu entscheiden, was ihr macht. Aber wenn ich der Volksvertreter wäre, wofür ich mich irgendwann anbieten werde, weil ich habe einen Plan und ich habe ein Programm von 19 Seiten und das reicht. Ich habe euch nicht zu erklären, was ihr zu tun habt,
Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe dafür Sorge zu tragen als Volksvertreter, dass die Menschen das umsetzen können, was sie sich wünschen und was ihre Belange sind. Das ist Demokratie. Das ist gelebtes Miteinander und nicht irgendeine Scheiße. Wo ich gestern einen Bericht sehe bei NTV, wo drei dicke Wälzer mit dem Ding Grundgesetz vorlagen. Dann geht in meinem Kopf nicht, was brabbelt der da vom Teleporter? Weil ich weiß ja, wie Fernsehen funktioniert. Also ich rede hier und hab nirgendwo was stehen. Ich rede das, weil ich es fühle. Und ich werde das überall wiederholen. Ob mich da ein Richter nachfragt, weil er sagt, ja, Sie haben aber den Herrn Scholz beschimpft. Ja, wie soll ich denn Betrüger ansprechen? Wie soll ich denn Betrüger ansprechen? Soll ich ihm sagen, hör mal, hast du super gemacht. Ich habe hier noch ein bisschen im Portemonnaie, kriegst du noch ein bisschen, kannst ja 49 Milliarden. Mein Gott, hast du einen Zwanni, sauf dir noch einen. Hä? Was soll ich denn machen? Versteht ihr, wir müssen, glaube ich, schaffen aus dieser... Natürlich ist Wut was Gesundes, weil es schützt uns ja. Aber wir müssen mit denen kommunizieren und immer wieder diesen bescheuerten Spiegel vors Gesicht halten. Wer ist hier eigentlich der Vollpfosten? Sind das wir oder sind das die, die wirklich schon diesen Schritt über den Abgrund längst mitgelaufen sind? Denn das ist ja eigentlich unser Problem. Wir kriegen die anderen nicht, weil die Gesellschaft so zerstritten ist. Und auch da muss man einfach mal genauer hinschauen. Wenn man sagt, ja, ich rede mit meinem Bruder eigentlich nur noch insofern, dass wir belanglose Dinge besprechen. Aber wir können nicht über Corona sprechen. Doch, muss man. Denn wenn wir das nicht hinkriegen, dass das wieder gekittet ist, dass das eigene Blut, das Fleisch und Blut, was dasselbe ist wie meins, dann hat dieses verdammte politische System etwas geschafft, was unvorstellbar war für mich. Familien zerrissen, Familien auseinander differenziert. Und das ist pervers, das ist krank und das ist ideologischer, gefährlicher Wahnsinn. Diese Leute da in Berlin, die sprechen über Sozialstaat. Also ein Sozialstaat, der die Alten, und da sollte man ja auch mal drüber nachdenken, wir sagen jetzt oder wir schimpfen, ja, jetzt tun die alten Leute aus den Altenheimen. Ja, selbstverständlich, Leute, ist doch normal. Dieses System, das ist von A bis Z korrupt und hochkriminell. Denn es geht doch nur um eines. Diese Politik, diese Lügner haben uns jahrelang erzählt, wir müssen da was ändern. Diese immensen Kosten, kotzen kann man da auch, ja. Diese immensen Kosten für die Altenpflege, das müssen wir ändern. Das muss günstiger werden. Ist es aber natürlich nicht, weil ja alles verteuert wurde. Und jetzt geht es doch nur darum, dass es lukrativer ist, Schutzsuchende da reinzutun. Weil dann die Gemeinde kommt und sagt, ja, dann kriegt ihr von uns nochmal eine Subvention, die eine übrigens auch nicht demokratisch gewählte Hochstaplerin von der Leyen mitentscheidet. Denn diese Frau, oh nee, da sagen wir jetzt nichts zu, aber du Miststück wirst auch noch von mir Post kriegen. Denn ich schreibe diese Leute ja auch an. Die schmeißen dann mit Summen um sich. Wir geben 100 Milliarden dahin. Wir geben 100 Milliarden dahin. Und was machen die eigentlich? Eine Diätenerhöhung. Also Diät, ja? Dieses Rollenspiel, was sie mit uns machen. Diät, versteht ihr erstmal das Schäfchen? Ja, ist ja Verzicht. Genau. Also wenn du abnehmen willst, dann machst du eine Diät, richtig. Willst du dich bereichern auf illegale Art und Weise, gehst du in die kriminelle Vereinigung, die sich Politik nennt. Denn das ist es. Wie kann denn in einem Grundgesetz drinstehen, wenn mir jemand sagt,
Du bist doch kein Demokrat. Ja, selbstverständlich bin ich ein Demokrat. Denn ich lehne das ab, wenn in einem Gesetzbuch drinsteht, die Bildung einer kriminellen Vereinigung ist verboten, außer für Mitglieder einer zugelassenen Partei. Da hören Sie richtig, junge Frau. So ist das. Und was heißt das im Umkehrschluss, wenn mein Verstand jetzt arbeitet? Dann sagt mir das, die wissen zu 100%, dass sie die Menschen belügen und verarschen müssen und schaffen sich deshalb diese Immunitätsfreiheit der Bestrafung dieses Drecksgesocks. Und ich fordere jeden von diesen Politdarstellern heraus, Maischberger mal nach Hause zu schicken und ihr nehmt's mit mir auf und wir machen eine Diskussionsrunde. Und das ohne, dass vorher die Fragen gestellt werden, sondern eine Diskussion entsteht aus Frage-Antwort und da entsteht eine Diskussion draus. Und wenn ihr Demokraten seid, ihr heuchlerischer... Abfall. Dann schreibt mich an. Ihr seid doch in meinen Kanälen drin. Schreibt mich doch einfach an. Ihr seid doch so demokratisch. Ihr seid doch so weltoffen. Ihr seid doch so tolerant. Dann hört doch die Stimmen des Volks. Und ich glaube, nicht nur hier, also es gibt tatsächlich Videos von mir, die sind mittlerweile 3,5 Millionen Mal aufgerufen worden. Und Herr Scholz, Ihre repräsentativen Umfragen mit 1320 Befragten. Ich biete Ihnen 189.000 an, die Sie abgelehnt haben, Sie Vogel. Das ist repräsentativ. Das wäre Demokratie. Menschen einzuladen, und ich kann euch sagen, ich habe damals für irgendwelche Shows, weil ich ja nun mal da 6 Jahre gearbeitet habe, andere haben 35 Euro für die Karte bezahlt, wenn der Sitzplatz nicht voll war, habe ich 50 bekommen, damit ich mich da hinsetze und auch sage, super. Aber für 50 Euro klatscht auch mal in die Hände und denkst dir, komm, mach den Willi mit. Aber nichts, was ihr dort seht, entsteht aus freien Stücken. Jedes Interview, oder egal, ein Gottschalk. Während der Werbepause, die ihr seht, wo dieser Verein sich da bereichert, dann kommt der Visagist und schneidet nochmal am Löckchen rum, weil ein Löckchen nicht richtig ist. Also ich bin wer, weil ich was machen muss? Muss ich mir einen Sakko anziehen, um menschlich zu sein? Nein, muss ich nicht. Etikette ist es auch nicht mehr, denn Zelensky läuft immer rum wie der letzte Drogenjunkie. Sorry. Also, weiß ich nicht, wie kann ich denn so einem Mann überhaupt Zuspruch geben, wenn ich weiß, dass ich 2014 die Nachrichten hoch und runter Maidan, Menschen auf offener Straße von Azov-Truppen verbrannt. Wie kann ich denn dann sagen, 7 Jahre später, nö, also... Ich glaube, der hat einen Sinneswandel gemacht. Entweder hat er sich die Birne weggekokst und da war ja unsere Baerbock auch offensichtlich irgendwie ein bisschen verwirrt, dass sie in der Kokaine war und nicht in der Ukraine. Aber, naja, ich weiß nicht. Also, die hat ja auch kein Kobalt in den Batterien, sondern die hat da Kobolde. Deshalb kannst du auch nicht so schnell fahren, weil die laufen ja, die Kobolde. Versteht ihr? Die ganzen Irren dort in Berlin. Diese ganzen Irren dort in Berlin, die gehören wirklich der Reihe nach gehören die abgeschafft. Weil wenn du nichts kannst, dann gehst du nach Berlin und ja, wenn, weiß ich nicht, ob man da Werbeverträge für McDonald's bekommt oder was da der lukrative Teil ist. Ich denke eher, es ist die Korruption, es ist der Betrug an den Menschen. Und ich kann euch versichern, wenn wir nicht aufhören, uns diesem System abzuwenden, ich weiß, das ist schwer. Aber glaubt mir, ich stehe mittlerweile in Kontakt mit Ingenieuren. Wir selber arbeiten gerade daran, einen Elektromagnetmotor nochmals neu
bauen, das in einer Form, dass man den eventuell auch für ein Familienhaus nutzen kann. Beschäftigt euch mit wesentlichen Dingen. Hört auf, irgendetwas zu machen, was denen auch nur noch ansatzweise diesen Saft gibt, dass sie glauben, dass wir hinter ihnen stehen. Und wenn das passiert, dann bin ich auch der festen Überzeugung, wenn wir auf die Menschen anders zugehen, aufhören, diese verfälschte englisch-deutsche Suppe zu gebrauchen. Wir sind deutsch und wir sind nicht amerikanisch und ich will auch gar nicht amerikanisch sein, denn ich habe keinen Bock, mit Leuten zu verhandeln. Syrien, Libyen, Iran, Irak, jetzt gerade geht es von Israel, die greifen gerade wieder in Syrien mit Bomben an. Also überall sind Krisenherde und diese Vollpfosten wollen uns sagen, wir brauchen Waffen in der Ukraine, um die Demokratie in der Ukraine zu schützen. Also so ein Bullshit und das sollte endlich jeder verstehen. Es muss ein Ziel aller politischen Kasten auf dieser Welt sein, die Abschaffung aller Waffen. Und dann wird keiner von diesen Vollidioten auf die Idee kommen, in ein anderes Land einzumarschieren, um zu sagen, ich bringe euch mit meiner Salve vom Maschinengewehr die Demokratie ins Land. So, da wir jetzt eben ein bisschen Verzögerung hatten, hoffe ich auch, das hat euch zumindest so ein bisschen selbst angeregt zum Nachdenken. Denn auch hier, muss man ja sagen, ist der Einzelhandel genauso betroffen. Da entscheidet dann irgendjemand, der hier in diesem Rathaus sitzt, dass man ein Einkaufszentrum braucht. Puh, weiß ich nicht. Also dann zu sagen, naja, wir dürfen das nicht und wir dürfen das nicht. Ja, ich will aber auch nicht unbedingt Insekten mampfen, weil dann könnte ich ja ins Dschungelcamp, da kriege ich auch noch 60 Mille für. Ja, also, ich weiß nicht, ob das der Sinn sein sollte, von diesen Großkonzernen, die überhaupt noch zu befeuern. Deshalb, wirklich mein Appell, geht mal in euch, fragt euch, wie kommunizieren wir überhaupt mit den Leuten und beschäftigt euch wirklich damit. Wie kann ich überleben? Denn wir sind diejenigen, die nach dieser Krise wahrscheinlich für den Neuanfang da sein müssen. Denn es wird viele, viele von denen treffen, die das jetzt immer noch ignorieren. Und die Suizidzahlen sind alleine im Jahr 2023 nochmals von 21% auf 39% angestiegen. Das zeigt, was in diesem Land kaputt ist. Und das zeigt, dass wir noch vor einer riesengroßen Katastrophe stehen. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch alles, alles Gute. Lieber Dieter, vielen, vielen recht herzlichen Dank. Ja. Nochmal einen großen Applaus von Dieter, oder? Es geht noch lauter! Also wer hier oben steht, ist Gänsehaut pur. Vielen lieben Dank. Danke. Dieter, du hast mir ganz viel aus dem Herzen gesprochen. Sehr schön. Suizid. Vor zwei Wochen habe ich am Montag eine Notöffnung bei mir. Ich bin Immobilieninvestor, Schubert-Gruppe, ich bin selbstständig. Eine Wohnung geöffnet. Hat sich eine 80-jährige Dame das Leben genommen. Und das hat die seit 3 Jahren geplant. Dann hing an der Tür, an der Tür eingeschlagen, weil es eine alte Tür mit Glas war. Dran, ich möchte nicht wiederbelebt werden. Die Mieterin unten drunter, die ist auch so alt, hat sich Sorgen gemacht, eine Freundin, weil sie jeden Tag schreiben, sie war alleine. Sie hat dann Alkohol getrunken, Tabletten rein und die hatte seit 3 Jahren alles. Da lag Ausweis auf der Flohgarderobe, da lag die Krankenkarte da. Wir haben es dann mit der Polizei, habe ich die Polizei gerufen, das heißt, ich mache Einbruch und so. Lars sah auf dem Balkon, hat sich hingelegt abends. Und ist dann bei minus 10 Grad eingeschlafen. Vielleicht auch erstickt, weil sie erbrochen hat, aber durch die Schlaftabletten, die sie noch genommen hat. Und sie hat mehrfache Zettel im Wohnzimmer überall liegen gehabt. Ich möchte nicht reanimiert werden. Ich habe sie in Frieden gehen sehen. Aber ich habe auch rückblickend gesehen, was die mit uns gemacht haben, die Drecks. Punkt, Punkt, Regierung. Es sind bloß 1,5%, die uns beherrschen wollen. Ich muss einen Meisterbetrieb haben, um gewisse Tätigkeiten auszuführen. Die brauchen nichts.
Sie haben Immunitätsschutz. Ich mach Scheiße, ihr macht Scheiße, ihr müsst alle gerade stehen. Und wir müssen auch immer mehr dahin, Eigenverantwortung zu übernehmen. Jeder Einzelne. Aber die müssen es genauso. Weil es kann nicht sein, die können machen, was sie wollen. Ach, ich habe Immunitätsschutz. Ach, hier fließen ein paar Euros, da fließen ein paar Euros. Die Korruptität und Lobby, die ist so gewaltig. Und das fängt hier in der Stadt genauso an. Wir hatten eine Räderin in Drogerieladen, die Angst hat um ihre Existenz. Die hat einen Vermieter und einen anderen Verein. Ich sage es einfach so, ob du mir jetzt böse bist oder nicht. Sie kriegt Bedrohung, dass er heute nicht hier sprechen will. Für ihr Treuen. Und da fängt es schon im Kleinen an. Und jedes Rathaus hat genug Dreck am Stecken. Ich will nicht jeden über den Kamm scheren. Es gibt immer solche und solche. Es gibt auch gute Bürgermeister. Aber die haben eine gewaltige Macht. Und ich war am Rat, wir waren diese Woche in Reichenbach bei einem Klinikum. Ist ja jetzt, da wird jetzt geschlossen, wer es mitbekommen hat. Heinrich Braun. Nach außen hin wird es verkauft, eine Insolvenz. Wer am Tiefen prüft, weiß, dass die Politik entschieden hat, 14 Kliniken werden geschlossen. Und die Wahrheit sieht aus, da waren Investoren, da waren Konzepte lagen da. In Größenordnung, wo man es weiterführen kann. Da hängt ein Pflegeheim dran, ein Kindergarten dran und Haufen Personal, Menschen sehen, die neuen Arbeit suchen. Ich war auch dran als Investor, ich bin ja Immobilieninvestor. Ich hab's gelassen. Wisst ihr warum? Es geht alleine um den Staat, um die Betriebserlaubnis, so eine Lizenz, hätte ich zu töten, wegzubringen, weil dann kann kein Klinikum dort mehr eröffnet werden. Ich hab's nicht gemacht. Warum? Weil ich habe genauso Wissenschaftler, Professoren, Ingenieure an meiner Hand und die durften in ihrem familiären Kreis erleben, was Schmerz heißt, denn sie haben ein Kind davon umgebracht von ihnen. Nur, dass er nicht weiter an Elektromotoren, Wasserstoff und forschen tut, Impulsbatterien. Da gibt es so viele schöne Dinge. Das darf aber nicht nach außen gebracht werden. Dann hätte ich jetzt die Firma aufgekauft, hätte ich machen können. Ich habe auch gedroht mit Anwälten, da haben sie Angst gekriegt. Dann hat mich Rechtsanwalt angerufen. Ach, da ging eine Kette los. Im Nachhinein habe ich verstanden, Finger weg. Ansonsten würde mal eine Bremsscheibe durch sein. Oder es wird ein Auftragskiller. Polizei könnt ruhig mithören. Es ist so. Die gehen. Und im Bundestag, da ging ein Video rum, haben sie gesagt, dieses System, ein Politiker, geht bis zum Mord. Sie sagen es uns noch und die meisten hören nicht zu. Warum? Brot und Spiele. Wir werden mit allen abgelenkt und mit allem werden wir uns, dass wir uns selber bekämpfen. Anstatt wir als Menschen, Seele, freie Seelen mal Nein sagen, zusammenhalten und glaubt mir, wir sind viel, viel mehr, als wie die sind. Jetzt lade ich unseren nächsten Redner ein. Komm hoch, unseren nächsten Aktivisten. Der Heiko wird euch mal ein bisschen was erzählen, wo er herkommt. Der ist spontan für die liebe Einzelhändlerin eingesprungen. Aus Rehau, einen weiten Anfahrtweg. Vielen lieben Dank. Heiko, deine Bühne. Ja, ich denke, wir hätten mal vorstellen müssen, weil ich denke, die Frankenpost werden hier weniger Leute lesen. Da hat man mich als den Rädelsführer tituliert, als ich da 2020 im Mai habe ich meine erste Demo in Hof abgehalten. Und eine Woche später haben wir uns über den demokratischen Widerstand die Seite von Anselm Lenz. Das war, jetzt kann man, muss man ja sagen, ehemaliger KenFM-Mitarbeiter, jetzt ist es ja Apolut, haben wir uns da getroffen auf der Seite. Und sofort gemeinsam das nächste Wochenende angemeldet. Was wir uns damit eigentlich angetan haben, das war uns, glaube ich, in dem Moment gar nicht so bewusst. Man steht im Rampenlicht, man hat gekämpft, wir hatten auch gute Redner und alles da. Anfangs war die Stimmung auch insgesamt mit der Polizei recht nett. Und sogar mal ein Beamter gemeint, den müsste man ein bisschen mehr Schilder machen, dass man sieht, um was es eigentlich geht. Also so war die Stimmung und irgendwann ist es dann gekippt. Und ich mach's kurz, weil sonst schweife ich zu euch ab. Wir wollen ja auch noch spazieren. Ich hatte am Schluss an die 8.500 Euro Bußgelder und Strafbefehl über 60 Tagessätze. Kommen wir summa summarum auf knappe 8.500 Euro. Gut, ich meine, die Zeiten von Franz Josef Strauß sind vorbei, wo man als Unternehmer sowas vielleicht mal aus der Portokasse gezahlt hat. Ich bin selbstständiger Geologe.
Was ich da auch interessant fand bei der Frankenpost, das fand ich aber auch interessant. Ich habe 4 Artikel für Sie gemacht, teilweise ganzseitig zum Thema Radon, ist ja hier auch bekannt. Da bin ich Experte und Sachverständiger. Da haben Sie meine Expertisen gewünscht. Und auf den anderen Artikeln, wo es dann um die Demos ging, ein Geologe aus Rehau wehrt sich, wo ich sage, naja, also Entschuldigung, warum habt ihr hier gleich meinen Klarnamen reingeschrieben? Es fahren nicht allzu viele gelbe Fahrzeuge mit der Aufschrift geowissenschaftliche Dienstleistungen durch die Gegend. Das war also schon heftig. Ich bin bis heute froh, dass ich keine Kunden verloren habe. Da ging es vielen Leuten anders. Deswegen kann man auch noch kraftvoll dastehen. Die ganzen Gerichtsverhandlungen haben eine Menge Kraft gekostet. Und jetzt ist es eigentlich, man sieht es hier, das Schild hier unten, Hof. Ich habe auch eine Menge auch aufgerufen, hierher zu kommen. Weil da bin ich auch ehrlich, da greife ich mal Samuel seine Worte auf. Es gibt aber auch Kraft, mal auf so einer Bühne zu stehen. Und ich glaube mir ein bisschen was von eurer Energie, bin ich ehrlich. Die braucht man auch. Ja, und dass wir zum Ende kommen. Also wie gesagt, so ging es mir da drüben. Man hat eine Menge gekämpft. Momentan schleift's. Ich bin auch viel beruflich unterwegs. Hab da eine schöne App gefunden, wo dann in der Nähe eventuell was ist. Spaziergänge und sonstiges. Und da muss ich sagen, ist es hier deutlich beeindruckender. Ich war Montag mal in Regensburg. War auch gestanden, Spaziergang montags. Ich habe gar nicht gezählt, weil also auf 20 wäre ich nicht gekommen. Ein total versprengter Haufen. Die sind dann einfach mit ein paar so kleinen Schildchen durch die Stadt gelaufen, wo ich sage, hat keiner registriert. Die Trommler, ist mir gesagt worden, haben am Montag Hof unterstützt. Ich hoffe, da war ein bisschen mehr da. Ich kann es nicht sagen. Also ich gehe momentan überall in den Städten, wo ich unterwegs bin, wenn da was ist, auf die Straße. Weil es wichtig ist, dass man auf der Straße ist, nicht wo man auf der Straße ist. Also, dann lass uns mal spazieren. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Also ihr merkt, wir kämpfen an allen Fronten. Und wir sind nicht alleine. Wir sind viele. Viele sind leider zu bequem geworden, sagen, naja, ich bin ehrlich, es bringt eh nichts. Ich war schon oft genug. Es bringt immer was. Unterhaltet euch bei solchen Treffen miteinander, übereinander und ihr werdet feststellen, es gibt so viele Themen und so viele schöne Dinge, über die man reden kann. Es sind die alternativen Medien, germanische Heilkunst. Es wollen viele jetzt Osteopathen werden oder Heilpraktiker. Also was ich da höre, also es bewegt sich was. Und wir sind ein besonderes Volk und es wird die ganze Zeit gegen unser Volk Krieg geführt. Alleine gegen uns. Wir wollten nie Krieg und wollen jetzt auch nie Krieg. So, ihr lieben Seelen. Wer noch ein Date sucht, hier gibt es noch ein paar Banner. Zeigt's Fahrbahnrichtung. Wir haben Spaltung. Nein. Politiker wollen Krieg und keiner geht hin. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Also ist von allen was dabei. Wir planen den nächsten Netzwerk. Hiermit ist der Lauf eröffnet und wir sehen uns noch. Bis dann gleich hier. Euer Samuel. Thank you.
Thank you.
Ihr seid die Geilsten. Ja. Nochmal einen Applaus. Ihr habt recht, Frieden. Wir wollen immer nur Frieden. Und ich bin jetzt auch dankbar, dass es friedlich ablief hier. Und deswegen möchte ich auch Danke an der Versammlungsbehörde, der örtlichen Polizei, Danke sagen von ganzem Herzen. Ich glaube, die haben einen Applaus verdient, oder? Denn das sind genauso Menschen und Seelen wie wir und haben Familie. Sie machen auch bloß ihren Dienst. Und das finde ich klasse. Ich muss sagen, habt ihr nach links und rechts mal durchgeschaut hier in Treuen? Also ich muss sagen, es war die erste Stadt mit der meisten, also leider am Schluss gab es einer, der aus der Reihe getanzt ist. Aber wirklich zu 99% seid ihr positiv angekommen, oder? Die haben getanzt, sie haben gewunken. Und das ist unser gemeinsamer Verdienst. Schade, dass es nicht noch mehr Treuner hierher gezogen haben, hat, weil es ist wichtig, weiterhin an der Bewegung dran zu glauben, eine Parallelwelt aufzubauen, was wir hier gerade aktuell tun. Und die Treuner wollen sich wieder treffen, jeden Montag 18.30 Uhr. Wer von Treuen ist und mit was bewegen will, mal anderen Gedankengut haben möchte. Wir sind nicht rechts, wir sind keine Nazis, wir sind aufgewachte Menschen und lassen uns nichts mehr gefallen. Auch einen ganz großen Dank geht an die Altdorfer Trommler, die sind heute vertreten. Dankeschön, dass ihr da seid. An die Kreizer Trommler, recht herzlichen Dank. Und auch an die Vogtland Trommler, da habe ich auch hier noch kleine Sachen, wer die haben möchte. Danke! Wir als Bewegung haben auch eine Internetseite geschaffen, wo die Termine und vielleicht Vereine oder andere Dinge. Es ist gerade ein Aufbau. Das heißt vogtlandvernetzt.de. Da findet ihr die aktuellen Spaziergänge aus den örtlichen Gemeinden oder Städten. Hier haben wir etwas, könnt ihr euch mitnehmen, könnt ihr euch verlinken. Vielleicht mancher weiß es, mancher noch nicht. Wir haben auch eine Bitte. Wir sammeln jedes Mal etwas, ein bisschen Spenden ein, bitte unterstützt uns, das kostet ja auch immer Geld. Die nächsten Termine sind gerade im Gespräch, vielleicht die Jugend, vielleicht ist der nächste Vogtlandlauf oben in Oelsnitz oder in Klingenthal im Vogtland. Wir suchen auch gerne weitere Unterstützungs- oder Bewerber, die sich mit anschließen wollen, denn wir haben schon einiges bewegt. In Reichenbach laufen sie jetzt auch immer so 30, 40 Seelen. Wer noch eine Stadt hat und öfters kommen möchte, und wir haben eine Stadt vergessen, sagt uns. Treuen ist eine besondere Stadt, die gerade gegen die Globalisten kämpfen tut in Einzelhandel. Und wenn ihr jetzt hier die Straßenzeile langgelaufen seid und habt mal gelesen, nein zu den großen Bau, Rewe und Rossmann,
Hier bangen einige Einzelhändler und das ist ja denen ihr Ziel. Und wenn man mal hinterfragen tut, wie der Dieter sagt, Klartext, er spricht Klartext, das gefällt mir sehr gut. Sucht den Kanal auf Telegram und ich kann nur eins sagen, die Welt, ja kannst du, gerne, die Welt beherrschen zwei Firmen. Amazon gehört nicht Amazon, Facebook gehört nicht Facebook. Wer mal recherchieren tut und Aktienanleihen anschaut, gehört die Welt Vanguard und BlackRock. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Und das geht wie eine Pyramide runter. Und die wollen eine Globalisierung, ein Mischvolk, Aufruhr. Wir stehen hier gesammelt als Seelenmenschen und sage danke für eure Kraft, Energie, kämpft weiter. Es ist ein langer Marathon und den fangen wir jede Woche von einem neuen an. Er ist nicht morgen vorbei. Lieber Dieter, deine Abschiedsworte? So, auch ich möchte nochmal... möchte zwei Minuten noch nutzen, auch erstmal von meiner Seite an die Polizei, die hier wirklich ganz, ganz hervorragend ist. Ein ganz dickes Dankeschön, denn niemand hat irgendwas gegen euch, sondern wir möchten eigentlich nur auch euch warnen. Die Robotertechnik ist so weit fortgeschritten, sie werden euch ersetzen. Ihr seid das Kanonenfutter, was für deren Dreck benutzt wird. Und an jeden Einzelnen, der hier war, ich komme sehr, sehr gerne wieder. Ihr seid tolle Herzensmenschen. Dankeschön. Oh, ihr lieben Kreizer, ihr lieben Adorfer, wenn wir was für euch tun können, sagt Bescheid. Ihr seid für das nächste Mal auch recht herzlich eingeladen. Jetzt lasst uns noch ein bisschen miteinander unterhalten in kleinen Kreisen und möchte hiermit euch einen guten Nachhauseweg und vielen, vielen Dank sagen, dass ihr hier in den schönen Treuen wart. Zum Abschied die Trommler!